Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Achtung, herzlich willkommen zurück. Ach, der quasselt ja immer noch. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Herzlich willkommen zurück zu Homefront, wollte ich sagen. Jetzt hoffentlich ein bisschen ruckelfreier. Ja, das sieht gut aus. Wir wollen jetzt zum Widerstandstunnel. Du weißt, hast du ein bisschen Essen übrig? Hast du mal eine Mark? Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Lasst mich bitte einfach in Ruhe, ja? Kann ich bitte einfach zu dem Tunnel gehen? Das wäre super nett. Als würde mich das interessieren. Ein Tunnel im Haus, okay. Oh, ich darf wieder looten. Ich fange mal unten an. So, nein, nein. Jetzt komme ich doch nicht mehr in die mittlere. Toll, ihr macht da 3, 6 Schließfächer, Schubladendinger. Und nirgendwo irgendwas rein. Der Hardcore-Looter in mir ist traurig. Gibt's irgendwas im Kühlschrank? Nee, das sieht. Hack? Habt ihr vielleicht Hack? Nee. Hack braucht die Welt. Aber vielleicht haben wir ja bald unser Hackgerät. Ist hier vielleicht was drin? Toll, weiter geht der Kühlschrank nicht auf. Alles klar. Gelbe Objekte, die Paletten und Kisten sind zerbrechlich. Wie kann ich die denn. F, okay. Ist hier irgendwas für mich? Nein? Gibt's hier noch. Hallo? Dead Physic Engine. Gibt's hier noch irgendwas? Eine gelbe Kiste. Oh, ein Audiosystem. Meint, das kriegen wir verkauft? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh! Tricky! Folge dem Tunnel. Muss ich aber gut eingenestet hier. Na, irgendwas? Ein Grill? Können wir eine Grillparty machen? Na, sieht aber relativ ruhig aus. Alles klar. Benutze Tunneleingänge, um dich zwischen den Zonen von Philadelphia zu bewegen. Ach, hier unten sind wir also relativ gut geschützt, oder was? Ah! Licht. Ist auch sehr unauffällig, wenn auf einmal hier unten Licht angeht. Aber na gut. Wenn wir dann hier sicher von A nach B kommen, ist mir das relativ recht, muss ich sagen. Auch wenn es mir hier unten ein bisschen zu ruhig ist. Vor allem gerade. Ich habe mich vorher auf so null über das Spiel informiert. Beziehungsweise ich habe halt das Übliche mitbekommen. Und das weiß ich nicht, inwiefern ich mich hier vor irgendwas in Acht nehmen sollte hier unten. Aber gut. Schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir hier unten eigentlich relativ. Das sieht relativ verlassen aus und alles. Es sollte uns eigentlich zugutekommen. Arschloch! Siehst du das, Gus? Er wusste gar nicht, was los ist und dann... Bam! Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Huh? Verfluchter Spion! Verfluchter Verräter! Will uns für eine Handvoll Reis an die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Ich geh zuerst. Ganz ruhig, Bakes. Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Oh. Heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. So viel zu, wir sind alleine da unten. hätte man sich auch denken können. Hallo da unten. Ich bin Dana. Und du bist Mr. Spion. Du und ich, wir spielen zusammen. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen, und ich werde dir wehtun, während du redest. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Die Frage ist, wird es schnell gehen oder dauert es immer richtig, richtig lang? Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay.
Okay. Nippel zuerst, denke ich. Hey, Dana. Hab gehört, wir haben Besuch. Wer ist er? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skozari gesagt. Die zwei? Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Ausweis dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und, Dana Moore kennst du ja. Sei hier nicht böse. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftrauma. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken, oder, Brady? Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen. Die Norks suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ne? Es wird nicht glanzvoll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Gut. Wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung. Sobald wir wissen, wo sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge hier so laufen. Ich muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit mir. Naja, es ist gut, dass du genau jetzt gekommen bist, Brady. Walker muss etwas in dir gesehen haben. Der geht einfach weg. Ich bleib mal hier, mal gucken, wann das merkt, dass ich weg bin. Gar nicht, scheinbar. Ein Charakter, der nicht redet, ist im heutigen Zeitalter aber auch interessant. Aber die Figuren sehen geil, schon sehr, sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Und wir sehen unsere Füße. Der kriegt ein Spiel immer Pluspunkte bei mir, wenn man die Füße sieht. Von sich selber. So, ne? Dass der Füße hat, sehe ich auch. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Du darfst vor allem mal ein bisschen schneller gehen. Ja, wir sind jetzt schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. So. Das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Hallo, Sidney Cook. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie. Er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation. Also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Ganz ruhig, okay? Brady braucht eine Waffe. Was kannst du ihm geben? Du kannst... das haben. Und wenn du ein bisschen Talent hast, können wir über ein Upgrade reden. Goal. Nehme ich. Sehr nice. Oh, guck mal. Ausrüstung anpassen, Wertsachen. Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies Spezialumwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Ach so, wieso haben wir denn 3 Punkte? Für was haben wir die bekommen? Armbrust? Was geht ab? Was kann man denn da noch machen? Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug. Ja, sei nicht schüchtern, okay. Brady, nimm ein Werkzeug. Mach ich da halt eine MP draus? Hier, bitte. Versuch jetzt, eine Pistole umzuwandeln. Ach du Scheiße, das sind viele Knöpfe. LOL. What? Immer der Charmeur. Wie hat er das denn gemacht?
Parrish, wir warten immer noch auf die Infos von diesem Sendeempfänger. Ich weiß, mach dir keine Sorgen, nur macht das schon. Sag Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den Truppen an der Front. Das ist ja cool. Die Menschen, die ihr Bestes geben. Nimm dir ein Beispiel an Doc Burnett. Ist es heute soweit? Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der Roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Norks und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Ja, wenn du das sagst. Okay, du sollst zur Roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Komm mir doch noch näher. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Du willst ja nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotows mit. Hey Lorna, gib dem Neuen ein paar. Am besten lernst du selbst welche zu machen. Ach Gott. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Okay, und jetzt füge alles zusammen. Oh, ich habe ein Waffenrad. Ich glaube, das kommt von der Konsole. Ausrüstung, Taschenlampe, Bolzen. Versuch einen zu machen. Was sind das alles? Cool. Na also, gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Molotows eignen sich perfekt gegen Soldaten. Wo war denn dieses Ausrüstungsmenü? An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Entry ist hier unten. Viel Glück da draußen. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo das Ausrüstungsmenü versteckt war, dann wäre ich der glücklichste Mensch überhaupt. Aber nicht hier, ne? Hier. Werfen können. Wahrscheinlich muss ich dafür an diesen Waffenspind, was die meinten, ne? Na gut. Mit Brandgegenständen wie Molotows kannst du effektiv Infanteriegruppen ausschalten. Genau. Will ich aber gerade gar nicht. Ich will eigentlich lieber ein bisschen mit meiner Pistole rumschießen. Weil wir sind jetzt hier schon bei über einer halben Stunde und ich habe immer noch nicht rumgeschossen. Das geht so nicht. Bisschen rumgeballert werden muss auch mal. Im Laden des Waffenschmieds. Ah, guck mal, siehste? Da kann ich dann upgraden. Huch, wer seid ihr denn? Ach, ihr seid Verbündete, ne? Dana, Parrish hier. Ich schick dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Das ist nice. Okay, alles klar. Ich weiß, dass der nicht gerade... Aber sie ist die Beste, die wir haben. Sie wird dir... Was stand da? Nein, das war... Ich habe doch eine Nachricht bekommen. Ich möchte die Nachricht bitte lesen. Wir werden daraus überlebt, also hör auf sie. Okay, ich muss auf sie hören, weil sie weiß, was wir hier tun. Alles klar. Bist du denn so enthusiastisch? Schön, dass du hier bist, Freund. Auf mich losgelaufen. Ist hier irgendwas oder steht hier nur aus Dekogründen hier rum? Achso, ihr macht den Tunnel gerade frei. Okay, das Tagebuch hätte ich gerne. Einfach um es zu haben. Und dann gehen wir jetzt mal eine Etage höher. So, ah, guck mal hier, oder? Es hat geblinkt, ich hab's genau gesehen. Dosentunfisch, jawohl! Kann uns nichts mehr passieren. Was heißt denn genau erzielen? Wir haben Gesellschaft. Das ist Rechtsklick, nicht Shift-Taste links. Was will der von mir? Ich habe kein Fadenkreuz, sehe ich gerade, ne? Das fehlt. Haha, ist ja witzig. Rote Zone von Elm Tree. Brady, hier drüben! Komme! Oh, hier ist so ein Waffensymbol, das irritiert mich gerade ein bisschen. Brady! Ja, was gibt's denn? Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Okay.
Wer ist G-Man? Komm schon, Kumpel, hier entlang. Du bist G-Man. Ja. Versuch nicht zu sterben. Ja, ich gebe mein Bestes. Alpha, habt ihr was? Warte noch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Die Schweine. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich. Ja. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist jetzt schon zünden? Nee, ne? Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Macht das jetzt Bumm? Mach Bumm! Ich will Bumm sehen! Es macht nicht Bumm! Oh! Es hat geklappt! Nice! Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los! Ich schieße! Ja, ich soll einfach links zu lesen und zu schießen. Oh Gott. Jesse und White hat's erwischt! Wir sind hier fertig! Rückzug! Rückzug! Verschwindet von hier! Los! Okay, das ist eine sehr gute Idee. Komm schon, Rückzug! Wir können das nicht mehr gewinnen! Das Luftschiff war irgendwie viel zu groß. Ich will jetzt alles mitnehmen. Alles mitnehmen und weg. Wir sind dran, Brady! Komm schon! Weg von dem Luftschiff. Wo ist es denn? Oh Gott, ist das groß. Das ist ein Raketenwerfer. Warum schießt das Luftschiff nicht einfach weg? Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt er durch. Wer schießt? Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Geil, ich kann Moped fahren? Ich will Moped fahren. Geil! Okay, jetzt feiere ich das Spiel. Ich kann Moped fahren. Oh, lololo. Oh Gott. Hi. Ich kann nur nicht vom Moped schießen. Das fehlt so ein bisschen. Dana, hier spricht Parrish. Wie sieht's aus? Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Parrish, wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich drauf. Auf Probleme gestoßen, ist ja lächerlich. Da war eine Drohne, ich habe sie gesehen, wo ist sie? In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA. Mein Gott, ist das stressig. Da ist am höchsten... Ja. Nice. Westbury Zuckerfabrik. Sehr nice. Achievement, Erstschlag, okay. Ah, guck mal. Das ist ein Stützpunkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Brady, hier spricht... Ja, hier spricht's mir egal. Guck mal, wie viel wir haben. Radio, Widerstandslager, Motorradlager, was ist das? Entry Zollamt. Kann ich wahrscheinlich irgendwie einnehmen, oder was? Seht das hier? Wachposten. Also es ist nicht rot, es ist farblos. Aber ich wahrscheinlich den Bereich nicht sehe, ne? Ah, okay. Und ein Waffenspind. Du konntest den Sendeempfänger besorgen, ich bin beeindruckt. Kein Ding. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Tu das. Neue Entdeckung. Alles klar, soll ich mit? Leicht sogar haben wir einen anderen Geheimnis. Sie zeigt die Entfernung und die Richtung zum nächsten Lager. Walker, wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Das seht ihr auch auf der Karte. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Wie angeblich muss ich hier irgendwie eine Etage höher? So. Klebeband, danke. Bohnendose, danke.
Machen die das alles so versteckt hier? Glaube ich ja nicht. Vielleicht bauen sie das wirklich total versteckt in dieses Spiel. Ah, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Gar nicht mal so blöd. Das heißt, wir müssen tatsächlich echt gut die Augen offen halten. Hoppala, hoch wollte ich da jetzt nicht. Um alles Interessante zu finden. Alles klar. Will ich da noch hoch? Das geht noch höher? Ellie, hier spricht Fairly Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen in Elmtree Vorräte für Ned. Habt ihr was? Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walkers Spur aufnehmen. Oberste Priorität. Verstehe. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten gekrallt haben, machen wir uns auf den Rückweg. Codein. Ist das nicht das, was Dr. House an den Vicodin, ne? Widerstandslager entdeckt. Ah, guck mal einer an. Ui. Das darf ich alles plündern. Uppala. Geil. Oh Mensch, da freue ich mich. Wenn ich das alles mitnehmen darf, dann freue ich mich. Dein Rucksack ist voll. Na toll. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. Oh, es ist alles schon voll. Aber gut. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo diese Lager sind. Dann würde ich mal hier gerade einen Cut machen. Wenn es euch soweit gefallen hat, Freunde. Wieso ist hier ein Radio? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.